High Five, Low Five und wenn der Monitor immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der Chris-Soldat von In Your Face Gaming und es ist schon eine Weile her, dass ich euch auf diese Weise begrüßt habe. Es lag einfach daran, dass die letzten 2 Wochen es ziemlich viele Probleme gab. Ich war 3 Tage lang krank, man hört es sicherlich immer noch und außerdem ist bei mir übernächste Woche schon Aufnahmeprüfung, das heißt, ich bin dementsprechend beim Vorbereiten und da kommt YouTube auch relativ zu kurz, aber das versteht ihr sicherlich. Des Weiteren haben wir noch das kleine Problem, dass uns nicht mehr wirklich einfällt, worüber wir Videos machen könnten, denn es kommen zwar ziemlich viele geile Singleplayer-Titel raus, aber ich habe persönlich nicht das Geld, die alle zu kaufen. Ich finde sie alle geil, aber sie alle zu kaufen ist jetzt auch doof und dazu ein Video zu machen. Vor allem Videos gibt es zu den neuen Titeln an all mass, könnte man sagen. Also richtig viele. Und ja, im Multiplayer-Bereich sieht es halt, zumindest was unseren Geschmack angeht, ziemlich mau aus. Deswegen wissen wir halt noch nicht so genau, was wir machen könnten. Da wir ja schon offensichtlich seit einer Weile an der 150 Abonnenten-Marke kratzen, mal mehr, mal weniger, jetzt ist es wieder weniger geworden, weil die letzten 2 Wochen nicht mehr allzu viel kam von uns, haben wir uns gedacht, dass wir ein kleines Special raushauen könnten. Die meisten von euch haben sicherlich mitbekommen, dass bis zum 3. Juni Battlefield 3 kostenlos war auf Origin. Man hätte einfach auf die Shopseite gehen können und wenn man auf Kaufen gedrückt hat, hat sich das Spiel auf den eigenen PC runtergeladen. Völlig kostenlos, ist halt leider nur die Standard Edition. Uns hat es ehrlich gesagt im ersten Moment ziemlich gefreut, weil endlich wieder neue Spieler dazukommen und die Server dementsprechend gefüllt sind. Aber das Problem ist, es sind so viele Spieler dazugekommen, dass die wenigen Server, die es noch gab für Battlefield 3, grenzenlos überfüllt sind. Also da geht nichts mehr. Wenn man abends zocken will, ist halt das Problem, wenn man Glück hat, ist man 7., 8. in der Warteschlange. Dank unseren Premium-Accounts kommen wir zwar immer noch halbwegs, vielleicht nach 10, 15 Minuten, endlich mal in ein Spiel rein. Und dann kommen halt dementsprechend die ganzen Leute, die halt noch nicht viel Ahnung von dem Spiel haben und einfach wild um sich ballern mit irgendwelchen Raketenwerfern und ja, das ist einfach nur nervig. Vielen von euch geht es sicherlich genauso, auch den Neueinsteigern ist es vielleicht ziemlich frustrierend, momentan zu spielen, zum Beispiel Team Deathmatch geht gar nichts mehr, da glitschen wieder alle rum auf Noscher-Kanäle. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, da wir schon oft darüber gesprochen haben, was für unsere Community zu tun und halt auch mehr mit unserer Community zusammenzumachen, haben wir uns gedacht, dass wir einen 32-Slot Battlefield 3 Server mieten könnten. Der ist relativ günstig und das Geld haben wir ja momentan. Ich hatte ja zwischendurch Geburtstag und ja, kann ich dementsprechend finanzieren, zumindest zum Teil. Also jedes Mitglied von uns, von unserer Seite aus, zahlt da halt mit, sind ja dann irgendwie nur 3 Euro pro Person oder so und für meinen Geschmack ist das ziemlich gut, was den Preis angeht. Dann werden wir definitiv klare Regeln einführen, was das Verhalten auf den Servern angeht, also sowas wie Krancampen auf Noscher Kanäle geht dann gar nicht mehr und manche Waffen werden dann wahrscheinlich verboten sein, wie zum Beispiel die DAO, die ja die mit Abstand beliebteste Waffe ist momentan, was die Neueinsteiger angeht. Ja, und wir werden halt dementsprechend auch die Map Rotation unserem Geschmack anpassen. Ja, aber da wird halt noch ein weiteres Video folgen, sobald wir den Server haben und sobald wir uns mit den Regeln geeinigt haben, wird auf jeden Fall nochmal ein Video kommen, wo wir euch dann die IP mitteilen vom Server und euch nochmal ausführlich die Regeln erklären, was man darf, was man nicht, wann vielleicht das nächste Event ist. Dann könnten wir dementsprechend auch so an bestimmten Tagen mal, zumindest zum Beispiel Freitagabend oder Samstagabend, Sonntag, was weiß ich, irgendwelche coolen Events starten mit euch, was vielleicht dem einen oder anderen von euch auch gefallen könnte. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Chris-Soldat.